Hallo. Hallo Frank. Hallo Timo. So, du bist jetzt hier reingeschneit und ja, wir wollten ja eigentlich heute über das Thema Kabel, glaube ich, sprechen. Du hast gleich hier Kabel mitgebracht und du Richtig. verdrängst mich hier. Ich bin noch bei den Leerrohren und dann heißt es dann, ja, mach mal Platz. Mache ich gerne, aber du musst mir mal sagen, was hast du denn hier vorbereitet? Ja, ein Leerrohr ohne Kabel ist wie ein Auto ohne Benzin, ne? Das stimmt allerdings, ne? Also. Ich habe mal ganz typische Vertreter von Kabeln, wie wir sie in einem Einfamilienhaus vorfinden, mitgebracht. Da geht es um die ganz normalen Installationsleitungen. Ich zeige das hier mal. Das ist eine NYMP-Leitung, sagen wir dazu, 5 mal 2,5 Quadrat. Hier der gelb-grüne Personenschutzleiter, der blaue Neutralleiter und die drei Phasen L1 bis L3. Ich finde ja schon mal interessant, dass du das, sag ich mal, das fünfpolige Kabel zeigst, weil ich hätte jetzt Folgendes gemacht. Ich hätte jetzt gesagt, das hier, das Kabel hier, sowas wollen wir doch gar nicht mehr verwenden, oder? Dreimal, dreiadriges 1,5er Kabel. Als Stichleitung für einen Verbraucher taugt das natürlich noch, aber wenn ich über eine smarte Verkabelung mit Erweiterungsmöglichkeiten nachdenke, brauche ich vielleicht die eine oder andere geschaltete Phase noch später mal. Und dann macht es wirklich Sinn, sich mit solchen Kabeln hier zu beschäftigen. Also werfen wir das gleich schon mal weg, weil das wollen wir gar nicht mehr haben. Genau. Ja, aber jetzt hast du 5 mal 1,5. Ich sage ja immer wieder, gerade aus der eigenen Erfahrung auch, 7 mal 1,5 ist auch, ist vielleicht noch besser. Habe ich Reserve. Das ist richtig, aber am Ende des Tages sind die Kosten eines Einfamilienhauses natürlich durchaus auch etwas, wo man drüber sprechen muss, ne? Und Kupfer kostet Geld. Nichtsdestotrotz sollte das nicht der Hinderungsgrund sein, eine smarte und zukunftsfähige Verkabelung im Gebäude zu installieren. Ja, ich bin ja aus der Lichtfraktion, wie du weißt. Ja, und da brauchen wir tatsächlich noch ein paar andere Kabel. Und zwar immer dann, wenn es darum geht, smarte Leuchten einzubauen, das heißt Leuchten, die etwas mehr können als eine normale Glühbirne. Im typischen Fall dann natürlich LED-Leuchten, die ich in der Farbe verändern kann, die ich vielleicht auch mit Szenen und Sequenzen programmieren kann. Da braucht ihr so viel Kabel. Da brauchen wir nicht viel Kabel, aber wir brauchen das richtige Kabel. Darum geht es im Wesentlichen. Aber wenn ich jetzt mal einen Einwand bringen kann, ich kann ja mit diesem fünfpoligen Kabel, kann ich ja schon Licht steuern. Das heißt also, ich nehme hier, den lassen wir mal raus, ne? Ich nehme jetzt zwei Kabel für die Stromversorgung. Ja. Dann habe ich hier meinen Schutzleiter und ich nehme die anderen beiden Kabel für die Steuerung. Richtig. Warum willst du mir dann hier noch anderes verkaufen hier, oder? Und zwar Willst deswegen, Geld? das, was du jetzt gerade gezeigt hast, ist vom Prinzip her eine DALI-Verkabelung. Genau. Ich kann mit dem DALI-Bus kann ich Leuchten steuern. Das sind aber üblicherweise Leuchten, die nicht unbedingt für den Wohnraum geeignet sind. Ganz typisch findet man DALI im Bereich Büro und gewerblichem Installationsbau. Wenn wir aber über das private Heim sprechen, finden wir ganz, ganz viele LED-Leuchten, die sehr viel können, die eine DMX-Schnittstelle haben. Und nicht Funk, ne? Kein Funk Kein Funk in dem Fall, im sondern Neubau. eine kabelgebundene DMX-Schnittstelle. Und DMX ist ein Bus, der sehr schnell ist. Das heißt, er eignet sich eigentlich hervorragend für fein und stufenlos und ruckelfrei laufende Sequenzen, die ich programmieren kann. Aber weil er so schnell ist, hat dieser Bus oder diese Datenstruktur auch eine gewisse Anforderung an das Kabel. DMX kommt doch aus der Veranstaltungstechnik. Das ist richtig. Und jetzt gibt es ja die, sag ich mal, die Experten diskutieren jetzt immer DMX versus DALI. Wollen wir jetzt gar nicht der Inhalt unseres Beitrages, aber um jetzt euch nicht zu verunsichern, du sagst eher LED-Farbsteuerung über DMX ist deine Lösung statt DALI. Ja, und zwar deswegen, weil es da einfach viel mehr Produkte gibt. Okay. Gerade auch für den Heimbereich mit Automatisierung, mit smartem Bauen, gibt es da viel mehr Komponenten, Bausteine, die auch sehr günstig zu haben sind, mit denen ich tolle Lichteffekte erzeugen kann. Also jetzt haben wir das Kabel, haben wir hier gezeigt, das fünfpolige Kabel. Dann haben wir hier noch ein dickeres, ne? Das ist ja
Ja, das 1,5, 2,5 Quadrat. 2,5 könnte ich mir jetzt den Herd vorstellen, dem, das wir hier anschließen. Ja, wobei der Herd hat keine starre Leitung, wie es hier gezeigt ist, sondern eine flexible Anschlussleitung, weil der Herd wird ja im Servicefall auch mal rausgezogen aus dem Schrankelement. Und deswegen wird er flexibel angeschlossen. Und da zeige ich vielleicht einfach mal in die Kamera die unterschiedlichen Kabel. Und bei dem flexiblen Kabel habe ich hier auch schon mal eine Ader-Endhülse drauf gemacht, so wie das fachgerecht auch installiert gehört. Ja, was hast du denn dann noch? Ja, ich habe jetzt mal prinzipiell für LED-Leuchten, die mit 24, 12 Volt oder vielleicht sogar auch 48 Volt laufen, da habe ich ja immer ein Netzteil vor der LED-Leuchte. Mhm. Und von diesem Netzteil muss ich zu meiner LED-Leuchte mit der Sicherheitskleinspannung, wie wir das nennen. Mhm. Und da gibt es Niedervolt-taugliche und für LED-Installationen taugliche Kabel. Mhm. Die sehen dann so aus. Da habe ich einen blauen und einen roten Draht. Mhm. Ist in dem Fall auch ein flexibles Kabel. Weil warum ist es jetzt blau und rot? Für Plus und Minus. Ah, ja. Die LED-Leuchte. Gleichspannung, klar. Hat Gleichspannung, ganz genau. Auch hier schon vorbereitet mit den Ader-Endhülsen drauf. Und in dem Fall auch als 2,5 Quadrat ausgeführt, mhm, weil ich im Gleichspannungsbereich mit Spannungsabfall rechnen muss auf der Leitungslänge. Je länger die Leitung ist, desto mehr Spannung verliere ich. Und meistens ist es so, dass die LED-Leuchten einen relativ kleinen Eingangsspannungsbereich haben. Das heißt, wenn 24 Volt auf der Leuchte draufstehen, dann braucht die das auch so ungefähr plus minus 0,7 Volt. So, jetzt hast du die verschiedenen Kabeltypen hier, die habe ich jetzt gesehen. Alles, was mit Strom zu tun hat, und da ist ja auch ein bisschen Daten. Jetzt sehe ich da aber hinten was ganz Interessantes. Da ist ja... Das ist eine sogenannte Hybridleitung. Hybridleitung? Hybrid. Also kein Hybridauto, sondern Hybridleitung. Ganz genau. Und zwar Daten und Strom in einem Kabelmantel. Ja, das ist ja was Cooles. Das gibt es das schon lange, das habe ich noch nicht so gehört. Im Veranstaltungstechnikbereich ja. Im Hausbereich? Da findet man es eher selten. So, jetzt ist was ganz Wichtiges. Würdest du jetzt unseren Zuschauern raten, Hybridleitungen zu verlegen? Oder, ich meine, wir haben ja sowieso dann, da kommen wir zu dem Thema Leerrohre, da kommen ja dann die ganzen Kabel rein, die ziehen wir dann ein. Oder würdest du raten, getrennt, wie wir es hier haben, Stromleitung und Datenleitung, ich komme nicht nur um eine Datenleitung dann, zu verlegen. Warum Hybridleitung? Also, das Thema ist natürlich Platz im Leerrohr. Ich kann ja nicht unendlich dicke Leerrohre aufgrund der Statik in meinem Gebäude verbauen. Mhm. Und in einem Kabelmantel geführt habe ich natürlich eine kompaktere Bauweise. Mhm. Das ist das Erste. Zweitens ist das natürlich vom Handling her auch beim Einführen in ein Leerrohr deutlich einfacher, weil der Kabelmantel an sich nur ein Element darstellt und somit kein Stau im Leerrohr entstehen kann. Mhm. Wenn ich heute aber jemandem empfehlen müsste, etwas zu installieren mit wirklich ganz offenen Parametern, was den Anschluss und den Betrieb einer möglichen LED-Leuchte angeht, dann würde ich auf ein solches Hybridkabel hier setzen. Das ist ja nochmal größer. Das ist nochmal größer. Hier habe ich einmal eine 230 Volt taugliche 2,5 Quadrat flexible Leitung im Kabelmantel. Und man sieht es jetzt im Bild auch, ich habe zwei dünnere Leitungsstränge, die sind auch markiert mit 1 und 2. Mhm. Und zwar ist das, dieses Kabel, dieser Kabelmantel ist geeignet, DMX-Signale zu transportieren. Mhm. Und zwar, DMX hat die Besonderheit, dass ich in einem Bus Strang verkabeln muss. Das heißt, ich fahre eine Leuchte nach der anderen an. Ich darf keine Stiche machen oder Ast- oder Baumverkabelung realisieren. Ich muss eine Leuchte nach der anderen anfahren. Und mit dieser Hinleitung kann ich jetzt die Leuchten versorgen und mit der Rückleitung kann ich das Signal wieder zurückführen in meine Elektrounterverteilung, dort vielleicht das Signal aufwerten mit einem Boostermodul und in einen nächsten Gebäudeteil weiterschicken. Ich glaube, da müssen wir mal einen extra Beitrag machen. Das klingt ja so interessant mit Boostermodul und Unterverteilung. Richtig. Und was, jetzt wollte ich dir sagen, du kommst ja ohne einen was Bestimmten gar nicht aus. Und da kommt jetzt, Moment, ich tauche jetzt mal in die Truhe ab, weil wir sind ja bei Kabeltypen. Das grüne Kabel. Das grüne Kabel. So, und was ist das grüne Kabel? Das grüne Kabel ist das KNX-Kabel. Also im Neubau unverzichtbar. Also wer nicht mit Funk arbeiten will, kann.
Und wird im Neubau macht es überhaupt gar keinen Sinn, mit Funk zu arbeiten. Ich glaube, das haben wir in jedem Beitrag immer wieder gesagt. Und du setzt ja, oder die Beleuchtung, nicht du, diese Beleuchtung setzt ja auf der KNX-Verkabelung auf dem KNX-Bus-System. Vielleicht nochmal hier zu zeigen, jetzt biege ich mal die Kabel auf, hier, das KNX-Signal. Wir haben das also hier, das ist ein 30 Volt. Hier liegt auf diesen beiden, zwischen dem schwarzen und zwischen dem roten Kabel, liegt eine Spannung von 30 Volt an und gleichzeitig werden die Daten übertragen von KNX. Und dieses, das gelbe und das weiße Kabel, das sind die Reservekabel. Ist doch auch cool, oder? Ja, wobei jetzt ganz wichtig ist, es gibt keine KNX-taugliche Leuchte. Wir brauchen vom KNX-Signal zur Leuchte, wir nennen das die letzte Meile zum eigentlichen Verbraucher, zur Leuchte, brauchen wir eine Schnittstelle, die das KNX-Signal in ein leuchtend verwendbares Signal umwandelt. Ein sogenanntes Gateway. Auch, denke ich mir, wieder ein extra Beitrag. Wir wollen jetzt erstmal die Grundlagen legen, dass ihr auch versteht, was die Verkabelung im Smart Home anbelangt, dass wir zukunftssicher sind, dass wir das Thema Leerrohr, dass ihr auch das Thema Leerrohr versteht. Und jetzt stellt sich mir die Frage, Timo, aber das machen wir, glaube ich, im nächsten Beitrag. Jetzt stellt sich mir wirklich die Frage, wie zieht man denn, was zieht man denn ein, wie viel Kabel kann ich denn einziehen? Weil, ja, also ich stelle mir jetzt vor, im Elektroverteilungsschrank kommen jetzt alle möglichen Kabel an. Ne? Und was ziehe ich wo ein? Ja, das sind so die Fragen, die wir im nächsten Beitrag, glaube ich, klären. Das müssen wir ordentlich vorbereiten. Moment, wir haben noch was vergessen. Wir haben jetzt hier das KNX-Kabel. Ne? Das ist das Kabel. Und was wir noch haben, Datenkabel. Das KNX-Kabel ist ja auch ein Datenkabel. Und dann haben wir hier noch Cat7-Kabel, Netzwerkkabel. Auch ganz wichtig. Das heißt also, ich werde nicht im Neubau nur mit WLAN arbeiten. Es macht natürlich sicherlich Spaß, auf der Couch zu sitzen und mit dem iPad oder mit dem Tablet oder mit dem Notebook per WLAN da zu surfen und meine Aufgaben zu erledigen. Aber ganz wichtig, auch in jedem Raum würden wir jetzt raten, dass ich da eine Netzwerkdose unterbringe. Richtig. Hm? Übrigens, dieses Kabel hier, das Cat7, ist auch geeignet für DMX-Signale. Es empfiehlt sich aber natürlich, die eigentliche Datenverkabelung, was das LAN angeht, farblich anders zu gestalten als eventuell die Datenleitungen für die LED-Leuchten. Okay, also dann könnte man schon mal sagen, dass es nicht zu viele verschiedene Kabel werden in der Planung, dass wir hier das DMX-Signal übertragen, über das Netzwerkkabel. Weil wir haben ja jetzt hier schon mindestens zwei Datenkabel. Ne? Das grüne Kabel, ich finde das immer die Farbe so schön. Das sieht man übrigens auch immer, wenn man so in Rohbauobjekten ist, ob da vernetzt gebaut wird oder nicht. Das sieht man auf den ersten Blick. Genau. Das gelbe ist das Netzwerkkabel. Ich habe noch zwei Kabel und dann sind wir, glaube ich, schon perfekt. Wir haben jetzt hier noch ein Lautsprecherkabel. Also für Lautsprecherinstallationen, Multimedia oder Lautsprecher. Man sieht auch, ne, das gibt es sicherlich noch mit noch größerem Querschnitt. Sollte man andenken, wenn man, ich sag mal so, Multi-Room-Audio in die Richtung was macht. Ja, und haben wir noch was vergessen? Nee, ich glaube, jetzt haben wir alle Kabelformen. Wir haben hätten dann noch, ich habe ja noch was hier unten liegen. Ich habe ja hier noch das feine 7x15. Das kann man nochmal zeigen. Hier ist noch ein anderes. Also vielleicht ein Wort zu dem 7x15. Warum 7x15? Prinzipiell habe ich da meinen Personenschutzleiter. Das ist der gelb-grüne. Dann habe ich einen Neutralleiter. Ich habe L1 bis L3, also meine Phase 1, 2, 3. Und die zwei übrigen würde ich zum Beispiel für ein DALI-Signal nutzen können. Ah, wieder die Beleuchtung. Richtig. Ja, und man muss auch eins sagen, das ist sicherlich der Inhalt unseres nächsten Beitrages. Ihr seht schon, umso mehrere Adern ich habe, umso dicker wird das Kabel und umso spaßiger wird das Einziehen. Genau. Deswegen große Querschnitte beim Leerrohr und vielleicht auch ganz sinnvoll, schon von Anfang an eingezogene Zugdrähte. Ja, da bin ich mal gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zu unserem nächsten Beitrag. Tschüss.